Typisch New York, die Wasserspeicher auf den Dächern der Metropole. Der Künstler Tom Fruin hat dieses Erkennungsmerkmal des Stadtteils Brooklyn neu interpretiert, mit bunten Plexiglasfenstern. Entstanden ist die Skulptur mit dem simplen wie einleuchtenden Titel Water Tower. Sie steht im angesagten Dumbo-Viertel nahe der Brooklyn Bridge und bildet den vierten Teil von Fruins Skulpturenserie Icon. Der Plexiglasturm entstand aus einem Nachbarschaftsprojekt. Aus Abfällen des Viertels stellt Tom Fruin eine Collage zusammen, die dem Viertel nach ihrer Fertigstellung als eine Art identitätsstiftendes Banner dienen soll. Es erschien mir wie eine omnipräsente Struktur. Bescheiden, still auf den Dächern all dieser Gebäude sitzend, das wollte ich herausstellen, denn das ist doch sehr hübsch. Das sind sehr interessante Strukturen. Sie erschienen mir fast schon symbolisch. I think they're really interesting shapes and they seem to really almost be symbolic. Die Stahl- und Plexiglasskulptur hat der Künstler buchstäblich aus altem Eisen, aus abgelegten, weggeworfenen Materialien geschmiedet. Vor allem für die Plexiglasstücke hat Fruin Stunden und Tage die Stadt durchwandert. In New York ist so viel Ausschweifung, wissen Sie. Das hat mir die Farben für meine Skulptur schon vorgegeben und ich musste nicht zu viele Entscheidungen treffen. Wenn wir nehmen, was wir bekommen, dann reflektiert das unsere Umwelt. Meine Palette ist absolut spezifisch für New York. Es sind alles Teile der Stadt, kleine Überbleibsel. In der Nacht wird Water Tower von 6 Lampen zu je 300 Watt beleuchtet. So ist die Skulptur auch von der Brooklyn, der Manhattan Bridge und von Lower Manhattan aus zu sehen. Wer diesen besonderen Wasserturm aus der Nähe betrachten möchte, muss innerhalb des kommenden Jahres nach Brooklyn reisen. Danach wird Water Tower wieder verschwunden sein.